COPD ist die englische Abkürzung für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. COPD ist eine Volkskrankheit, die in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Was passiert bei der COPD? Unsere Lunge und unsere Atemwege verengen sich durch eine chronische Entzündung. Und das führt dazu, dass wir vermehrt Schleim haben, dass wir husten müssen und dass die kleinen Lungenbläschen zerstört werden und zu größeren, wir nennen es Emphysemblasen, umgebaut werden. Das macht Luftnot. Die häufigste Ursache für eine COPD ist das Zigarettenrauchen. Natürlich kennen wir alle Raucher, die alt geworden sind und keine chronischen Lungenerkrankungen bekommen. Aber wir wissen, dass 80% aller COPD-Patienten langjährige Raucher waren. Das Wichtigste an der COPD ist, dass sie rechtzeitig und genau diagnostiziert wird. Das können wir mit der Lungenfunktion relativ einfach durchführen. Es gibt verschiedene Stadien und Ausprägungsgrade dieser chronischen Erkrankung, für die es sehr, sehr viele gut wirksame Medikamente gibt, die entsprechend dem Stadium eingesetzt werden können.